So, ihr wollt jetzt alle wissen, ob ich in den Knast komme, oder? Ich erzähle es euch spannend, als würdet ihr eine geile Serie schauen. Letztes Mal bei... Nee. Previously on Open Mind. Erladung zur Vernehmung. Das ist ein Brief interessanterweise vom Zollfahndungsamt. Also ich habe mir gestern Nacht ein paar Anwälte angeschrieben. Und da steht die fucking Polizei draußen. Und das ist eigentlich sowas Krankes. Es ist sowas fucking Krankes, dass es sowas gibt und dass sie sowas dürfen. Leider habe ich ab dem Ende des letzten Videos nicht mehr aktiv mitgefilmt, weshalb ich den Rest der Story von hier aus erzählen werde. Mein Anwalt beantragte kurz nach der Hausdurchsuchung, die es gar nicht gab, eine Akteneinsicht. Teilweise bin ich davon ausgegangen, dass mein Anwalt vergessen hatte, die Akteneinsicht zu fordern, denn ich bekam einen Monat lang von dem Ganzen keine Rückmeldung, aber scheinbar dauert das so lang. Nach circa einem Monat gab mein Anwalt mir Bescheid, dass er jetzt die Akte vor sich hat und dass ich vorbeikommen soll, um ein weiteres Vorgehen zu besprechen. Zum Glück hatte ich einen Anwalt gewählt, der nur 5 Minuten Fußweg von mir entfernt wohnt. Hey, mein Anwalt wohnt auch 5 Minuten von mir entfernt. Ich glaube, wir haben den gleichen. Ja, bestimmt. Als ich beim Anwalt ankam, erklärte der mir endlich, wie die drauf kommen, dass ich angeblich gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen habe. Anscheinend wurde ein Darknet-Drogenhändler, der mit dem Pseudonym Red Bull unterwegs war, von der Polizei geschnappt. Die Polizei fand auf seinem PC eine Textdatei mit allen Bestellungen. In dieser Textdatei war ich leider auch drin. Ich soll 10 Pillen Ecstasy bestellt haben. An dieser Stelle würde mich interessieren, ob wer von euch auch auf dieser Liste stand und wie das Ganze bei euch ausging. Am Anfang, ohne dass ich irgendwas zu dem Thema gesagt hatte, meinte der Anwalt, dass es wohl ganz gut wäre, ein Schuldgeständnis einzuräumen, weil dann die Strafe deutlich gemildert wird. Ich konnte mich allerdings nicht erinnern, das bestellt zu haben, und deshalb erläuterte ich meinem Anwalt, dass das sehr wohl ein Zuschauer meines Kanals gewesen sein könnte. Gemeinsam entschlossen wir uns dann dazu, ein Schreiben aufzusetzen, in dem wir alles detailliert erläutern. Also was ich für einen YouTube-Kanal habe und wie es dazu kommt, dass ich auf dieser Liste stehe. Der Anwalt meinte auch, dass es gar kein Problem ist, wenn ich zugebe, dass ich das Paket erhalten habe. Irgendwie ging ich davon aus, dass ich sowas bei der Polizei hätte melden müssen, aber scheinbar ist das nicht der Fall. In dem Schreiben schilderten wir auch, dass ich die Pillen vernichtet habe. Das Wort vernichtet lässt sich hier auf mehrere Weisen interpretieren und keiner dieser Interpretationen ist illegal. Dann hieß es wieder warten und in Teil 3 erzähle ich euch, welche Strafe ich erhalten habe. Boah, das wäre fies. Nee, ich erzähl's euch sofort. Nach circa einem Monat bekam ich einen Brief von meinem Anwalt mit den Ergebnissen. Und wie sich herausstellt, bin ich der leibliche Vater vom kleinen... Moment, ich glaube, ich bringe da gerade 2 Stories durcheinander. Ja, das Verfahren wurde eingestellt. Nice Sache. Also danke an denjenigen Richter, der das Verfahren eingestellt hat, falls er das Video hier sieht. Scheinbar sind nicht alle Richter in Bayern komplett unvernünftig, wenn es um das Thema Drogen geht. Also danke, euer Ehren. Euer Ehren, sagt man das noch? Hat sich in meinem Fall jetzt doch bewahrheitet, was Emmy im Bundestag gesagt hat? Bin ich als Konsument ohne Konsequenzen davongekommen? Nicht ganz. Ich wurde jeder Menge unnötigen psychischen Stress ausgesetzt und ich muss natürlich auch die Anwaltskosten von 400 Euro bezahlen. Direkt nach diesem Vorfall schloss ich eine Rechtsschutzversicherung ab und bereute, dass ich das noch nicht früher gemacht habe. Ich denke, dass sich das als Wurstbrotkonsument sehr häufig lohnen könnte. Ich habe euch einen Link zu der Rechtsschutzversicherung, welche ich genommen habe, in die Videobeschreibung gepackt, falls ihr euch dafür interessiert. Achtet aber darauf, dass ihr ein Paket nehmt mit Strafrechtsschutz, weil sonst greift sie bei BTMG nicht. Die Versicherung greift übrigens auch nur, wenn es zu keiner Verurteilung kommt, also wenn wie bei mir das Verfahren eingestellt wird. Gebt Bescheid, ob ich das mal ausführlich in einem Video beleuchten soll. Habt ihr ähnliche Stories auf Lager? Dann nehmt einen Bleistift und schreibt es in die Kommentare. Gebt diesem Video 5 Sterne, wenn nicht, dann meint ihr auch ein Open Mind 3000, abonniert diesen Kabal.